das stoische Prinzip, das darin besteht, zunehmende Athletisierung zu erreichen, all desjenigen, was an guten wie schlechten energetischen Vibrationen auf einen zukommt, sodass man, wie Epikur endet, bis zur Kolik, bis zum Kopfschmerz, bis zum Magengrimmen, bis zum Angstanfall, all dies durch ruhige Beobachtung umwandelt in erfolgreiche Energetikfokussierungen, weil es auf die Zuspitzung ankommt, all dieser Shakespeare'schen Dramen eines, wie im Sturm zum Beispiel, des, ja, lassen wir es, diese Zuspitzung, die Selektion und den Höhepunkt aus all den ständigen Herausforderungen, diesem hundertfachen Hinfallen, den ständigen Feindseligkeiten, Hürden und Ochsen zu überspringen sind. Ich könnte auch einige Shakespeare'sche Dramen erzählen.